Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und wir reisen mal weiter und übernehmen das einfach mal. Just for fun. Und damit haben wir endlich diese blöde Fraktion auch vernichtet. Und das ist superb. Wieso kann ich hier keinen Fischhafen machen? Dann mache ich mal kurz den da, dann hier mache ich den da, hier mache ich den da. Ja, und schon wieder keine Moneten. So. Ah, hier ist ja die Fullstack-Armee von denen. Stimmt, da war ja was. Hier, ja. Die kann ich erobern. Anscheinend nicht, aber ich sag, wieso kann ich die nicht erobern? Ist der bekloppt mit den ganzen, die schießen den tot? Die machen den platt? Naja, gut. Dann zeige ich dir mal, wie man mit Bogenschützen umgeht. Yeah! Oh, der hat auch eine 500 erste, ne? Aber die alte, ne? Unmöglich, der Junge. Trocken. Starten. Wir starten trocken. Ah, krass. Die haben Hinterhalt. Scharfschütze. Beim Schießen verborgen. Ei. Guerilla aufstellen, genau, das ist. Dann schleichen. Ey, die sind ja geil. Wieso habe ich die erst jetzt? Warte mal. Die bleiben also beim Schießen verborgen. Wie weit kann die schießen? Ja, ein bisschen schon. Defensiv. Hier habe ich zwei Kavalleristen. Oder drei. Der General bleibt mal hier. Okay. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von hinten, ne? Geht da raus? Ja, cool, aber die können trotzdem schießen. Junge. Die sind ja unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Holt mal den General ab. Warte, ihr geht mal zur Seite. Unser General wird angegriffen. Zu Befehl. Formation, Bewegung. So. Und wie wollte er mich jetzt besiegen? Die Männer wanken. Da hinten?
kennen eure Befehle. Warte, hier machen wir eine Brandpfeile. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Also, so wollte er mich besiegen, ja. Und der General macht da. Mach mir. Okay, so will er mich also besiegen. Okay, alles klar. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, General hat mich vollständig aufge. Ja, okay, jetzt zeige ich euch mal, wie man mit Bogenschützen gewinnt. Also, wenn man nur noch Bogenschützen hat. Aber der Trick dabei ist wirklich, dass man sich aufteilt. Die Gefahr ist halt, wenn er sich auch aufteilt. Ja, dann teilt man sich halt noch mehrmals auf, ne? Erwischt halt er dann doch welche. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Das war jetzt kein brennenden Schuss mehr, sondern wirklich töten. Ja, das passt hier. Ja. Ja, das passt. Nochmal aufteilen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Nicht mehr schießen. Normal schießen, gut. Der da sammelt sich nochmal. Ich unterstütze die mal beim Backen. So, super. Ja, Gefecht beenden. So, ja, die Bogenschützen sind sehr gut, aber ja. Aber der hier alles verloren war, die waren halt nicht mehr so gut und der hatte wieder eine vollständige Garnison da drin. Deswegen weiß ich auch nicht. Aber naja. So gewinnt man mit genügend Bogenschützen. So. Und der hat mir wieder nicht geholfen, dieser Kackspaten. Ein guter Verbündeter ist das. Das ist nicht von mir, ne? Ja. Der geht jetzt mal da runter. Forschung machen wir gleich. Was brauche ich dafür? Ah, genau, 10 Runden. Uiuiui. Dann, der ist schon marschiert. Warte, wer ist denn noch nicht marschiert? Das geht noch. Aber sonst sind. Ah, okay, es sind schon alle. So. Und wie sieht's mit denen aus? Ja, den kann ich noch nicht umrüsten, weil ich kein Geld mehr habe. Warte mal, hier. Nee. Gut, dann weiter. Noch nicht. Der gehört noch mir. So. Das ist auch gut. 500 ES, der gehört auch mir. Du bist anscheinend ein Stratege. Ah, das ist super. Und die da sind mir egal. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, Taras, was machst du heute? Ah, wieder hier, der Arme.
Der tut mir ja voll leid. Nee, der hat es jetzt nicht angenommen. Der hat es angenommen. Der hat sich bestechen lassen. Und nochmal. Oh. Come on. Glaubst du, das hält mich auf? Nicht wirklich. Ich mach dich so oder so platt. Ja, und jetzt kommt der nächste. Wo sind meine Agenten? Da ist einer. Ich will sehen, was der macht. Ah, und jetzt nochmal die nächste. Mach mal schneller. Da und wieder hat das geschafft. Immer diese blöden Agenten. Die nerven wirklich. Da bin ich mal so gespannt, wie die das bei Three Kingdoms machen wollen. Weil, gescheitert, okay, wo? Okay, das ist einmal Militärstörung, ein Fenner hat aber bestochen worden, genau, ja, natürlich, und nochmal, und nochmal. Wo? Ja, die kann ich gleich mit der 501. platt machen. Und der hat jetzt zwei Armeen verloren. So, okay, einmal die da. Aha, wieso kannst du nicht, ja, natürlich wurde meiner jetzt verwundet. Du gehst jetzt mal hier hin. Das kann doch nicht so weitergehen hier. Warte, welche sind, haben sich aufgelöst? 5. Vielleicht noch eine Kavallerie. Ja. So, du. Mach's mal hier Attentat. Und bitte, Attentier. Sehr schön. Du hast auch einen verloren. Mir jetzt aber wurscht. Ich gehe trotzdem da rein. Ja, sollen wir das spielen? Na komm, wir spielen. Dann sehen wir auch mal die neuen Einheiten von denen, die Wolfsköpfe. Oh, der hat halt nur so, ja, einfache. Einfache Kriegerchen. Ja, komm. Dann überfalle ich ihn mal. Im Regen. Na, lassen wir mal die Aufstellung. Ist schön. Dam, 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 dam. Oh. Wobei, er macht das immer falsch rum, ne? Er tut, glaube ich, immer die Triari nach vorne, ja. Dann machen wir mal diese nach vorne, diese nach hinten und diese nach ganz vorne. Diese da in die Mitte, zwei links, zwei rechts. So. Super. Der General ist nicht ganz so gut, aber mal. Hier wäre ein cooler Platz, also quasi hier aufstellen und die dann hier erwarten. Das ist für jede Schlacht heftig. Aber wenn ihr mal bei also so eine Armee hier besiegen müsst, geht immer dahin, wo am wenigsten
Neigung ist, also in dem Fall jetzt hier aufstellen, dann muss er sich ja so aufstellen und dann angreifen. Es ist zwar eine leichte Neigung, aber ihr habt nicht so viel Stress wie wenn die jetzt Entschuldigung, wenn die jetzt so steil ist. So, das ist halt schon krass. Schau mal, Waffen, Nahangriff, Nahkampfangriff, so, ist plus, 40% hoch und Grundmoral ist auch, über 100. Nahkampfabwehr ist auch, 20-30% hoch. Ja, die sind jetzt alle aktiv, ne, ja. Na gut, dass sie aktiv sind, ne, besser als passiv. Oh! So. Da ist ja das nicht ganz so ausgeprägt. Hier ist es kaum ausgeprägt. Aber egal. So. Ich warte mal. Ah, ist schon frisch. Ich hätte auch vorspringen können, aber habe ich jetzt nicht mal. Aus Gründen der dramatischen Erzählungs blablabli. Ihr wisst schon. Wisst ihr nicht? Ich auch nicht. So, der hat sich ja auch so aufgestellt wie ich. Ja, ist ja auch ein Römer. Oder Italiener. So, jetzt kommt der Angriff. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Und sie bleibt da einfach stehen. Ist der Debatt oder was? Nicht zurück, sondern Angriff. No. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das passt. Krass, aber dass der so lange aushält, nicht schlecht. General ist gestorben. Ja, war easy. Aber ja, das gegen. Ja, die haben halt kaum was getötet, ne? Also bei dem war es heftig. Aber das war auch die eine Gruppe, die. Die Verstärkung bekommen hat, glaube ich. So, lass ich frei.
Lass ich frei. So, hier, was mache ich denn hier? Ich habe 30.000. Hm. Hier mache ich einen, den da. Hier mache ich auch Nahrung. Meine Güte, was soll der Geiz? So. Du kannst noch weiter latschen. Das ist natürlich höchst bemerkenswert. Öffentliche Ordnung. Forschungsrate ist immer gut, wenn die gepusht wird. Hier auch. Ja, komm. So, hier auch öffentlich. Nee, Forschungsrate. Mein Bein ist eingeschlafen. Das mag ich nicht. Ah. Huiuiuiui. So, hier. Machen wir das da. Ah, was geht denn ab? Ui. So, Latrine. Ne, Kanalisation ist ja fast dasselbe. Uiuiui. Ja. So, dann, Unterhaltung habe ich hier eigentlich keine. Oh, machen wir hier. Dann hier und dann noch das da. Und dann habe ich schon wieder kein Geld. Dann lassen wir, ups. Dann lassen wir mal das da und das da. Und gehen hier auf hier und auf da. So, und jetzt noch genau bla 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 blub. Bla blub. Bla. Ja. So. Die, was macht die? Die macht jetzt nichts. Ja, das ist voll blöd hier. So, du bist, du gehst mal auch hier runter. Wolfpack. Was machst du? Du könntest da oder dahin gehen. Du gehst mal dahin. Weil, ja, hier den Stiefel muss ich ja auch ausfüllen. Ui, das ist ja eine große Provinz. Ja, das brauche ich hier nicht. So. Der bildet sich weiter. Der wird gefördert. Der hat schon. Der hat noch nicht, aber der kann noch nicht. Gut, dann würde ich sagen. Der ist wurscht. Ah. Der darf auch. Und der bekommt nichts. Gut, dann weiter geht's. Dann schauen wir uns noch kurz an, was es. Ja, nächste Runde gibt. Beziehungsweise was Taras jetzt macht. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Der geht irgendwie hin und her. Und hin und her. Und hin und her. Ja, die muss ich auch noch plattwalzen. Ah, nicht schon wieder. Okay, jetzt greift er an. Und zwar mit einer ziemlich heftigen Armee. Also nicht heftig im Einheiten sind, sondern von den Rängen. Die sind krass. Aber ich könnte die. Egal, ich. Soll ich die jetzt noch spielen? Ne, es ist schon 45. 25 meine ich. Und die braucht wahrscheinlich nochmal 10 Minuten. Ne, die mache ich das nächste Mal. Gut, dann bedanke ich mich beim Zuschauer, Publikum, bla blub. Nee, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Baba.